Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Ich habe sowas von Bock auf diese Karriere. Mir macht die richtig, richtig viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Und wir werden in eine weitere neue Folge gehen mit einem kleinen Interview. Let's go! Ist die Mannschaft gut genug, um weiter solche Leistungen zu zeigen? Noch kann alles passieren, würde ich sagen. Also natürlich muss man damit rechnen, dass man auch mal wieder Punkte liegen lässt. So, dauert noch lange, aber wir können auch so weitermachen, habe ich nichts dagegen. Ne? Also das wäre ziemlich cool. Ja, letzte Folge haben wir ja sogar 2 Punkte liegen lassen, glaube ich, 2 oder sogar noch mehr. Hoffen Sie, dass die niederlagelose Serie weitergeht. Wir sind zuversichtlich, dass das so wird. Ich hoffe es natürlich. Wäre ganz cool, aber garantieren kann ich für nichts. Wie werden Sie Ihr nächstes Spiel angehen? Wir dürfen den SVW einfach nicht unterschätzen, das ist ganz, ganz klar. Und es geht nur dann, wenn die Mannschaft zusammenhält und dann kann man auch gewinnen. Wir haben das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen, bevor wir anfangen. Wir sind Erster in der Tabelle, haben aus 5 Spielen 11 Punkte geholt, was echt, echt gut ist. Aber wenn wir hier gucken, ist Wien Wiesbaden auch mit 9 Punkten gut dabei auf Platz 5. Mega, mega gut. Wir sind auch am Start hier, genug Tore geschossen, alles drum und dran. Also es läuft bei uns enorm gut aktuell. Ob wir das so halten können, ist natürlich die andere Frage. Bin ich gespannt, aber haben wir auch im Interview schon gesagt, wenn wir zusammenhalten, dann können wir das auf jeden Fall schaffen. Ich bin echt gespannt, wie das weiterhin läuft und die wollen ja noch was patchen an der Trainerkarriere, an dem Karrieremodus allgemein, will EA noch was patchen, denn da gibt es ja ein paar Bugs und dementsprechend nehme ich heute nur eine Folge auf und warte dann wieder ein bisschen, bis eventuell dann doch wieder ein Patch kommt. Mal schauen, was das wird, ne? Keine Ahnung. Wir starten auf jeden Fall rein, geben unser Bestes und ja, legen los, let's go! Und das ist Harvard Nielsen, da habe ich zu lange gewartet, da hätte ich einfach schießen müssen, Mann. Oh. Was? Es gibt 11 Meter für Wiesbaden. Was? Warum? What the fuck? Das pfeift er als 11 Meter. Alter. Lol. Und Burchard kann ihn nicht halten, weil ich da mit dem falschen Stick gelaufen bin, Alter. So eine Scheiße. 1-0 für Wiesbaden, 13. Minute. Was ein Dreck. Alter, das ist ultra schlecht gemacht auch übrigens. Hier war es nämlich auch schon wieder der Fall, dass die Kamera umschwenkt und instant macht er schon den Anlauf. Das ist richtig, richtig scheiße gemacht irgendwie. Das hatten wir schon mal beim Elfmeter der Gegner. Und ja, dann bin ich aus Versehen mit dem linken Stick ein bisschen hin und her gehampelt. Das hat es dann komplett versaut. Naja, und dementsprechend steht es hier 1-0 nach 13 Minuten für Wiesbaden. Ja, das war gut. Green. Julian Green auf und davon. Schneller als alle Wiesbadener. Und er ist drinnen. 1-1, die 30. Spielminute. Jawohl. Sehr schön. Das war ein guter Pass in die Spitze und Julian Green auf und davon entwischt den Wiesbadenern und macht sein 4. Saisontor. Und Nielsen. Ja, so muss man spielen, Ergota. Guter Schuss. Oh, da gibt es noch eine gefährliche Flanke von Wiesbaden. Vor der Halbzeit 1-1 steht es. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit läuft. Kann gerne gut für uns ausgehen, ist möglich. Und ja! 2-1. Ah, yes, yes. Es ist nämlich absolut unverdient.
Genau deswegen freue ich mich gerade. Albert Nielsen. Spielen nicht gut gerade. Wir spielen gar nicht gut. Also die erste Halbzeit, da hatten wir mehr Chancen, bessere Chancen, als wir jetzt haben. Und jetzt spielen wir ziemlich viele Fehlpässe. Wissen nicht genau, wohin mit dem Ball. Aber jetzt haben wir das 2-1 gemacht und jetzt ist der Gegner offensichtlich anfällig. Oh, der Pass, sowas meine ich halt, ne? Den wollte ich nicht mal dahin, aber er kommt halt dahin. Und der Torwart kommt raus, Burchard, Junge, Junge. Und damit kommt Keita Ruel noch auf seinen Einsatz. Der ist jetzt wieder fit geworden nach Verletzung. Er darf spielen und Julian Green, der absolut gut spielt, der darf raus. Ja, das gibt's nicht. Der eingewechselte Keita Ruel. 3-1, er macht es tatsächlich noch. Und damit ist der Sack zu Spiel entschieden. Zweimal Nackenpass, auch cool. Als ob Fürth das wirklich so macht. Und der Torwart, ey, ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob das auch ein Bug ist. Aber so schlecht kann man doch nicht stehen. Das ist ja richtig miserabel. Und Keita Ruel bringt den sicher im Netz unter. Entscheidung damit gefällt. Und Keita Ruel. Ja, man merkt, dass Wiesbaden jetzt nicht mehr wirklich nachlegt. Die wollen das hier einfach nur noch über die Bühne bringen. Genauso wie wir auch. Doch, jetzt kommen sie nochmal vielleicht. Doch, man konnte nochmal. Scheffler. Mavrai ist hinten ran. Er kommt nicht hinterher. Mavrai kommt nicht hinterher. Und doch kann er die Chance halbwegs vereiteln. Dann kann er nicht. Das wird nochmal richtig gefährlich. So, das war's aber. 3-1 und meine Kamera geht pünktlich aus. Ich werde meine Kamera neu starten, dann sehen wir uns gleich im zweiten Spiel. Let's go. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir dieses Spiel unsere erste Niederlage kassieren. Bin gespannt, was das wird, aber ich glaube, das wird absolut schwierig. Drückt uns die Daumen, feuert uns an und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ich habe übrigens schon mal auf defensiv gestellt, dass wir hier eher ein bisschen verteidigen und uns auf Kontermöglichkeiten fokussieren. Oh, das gibt's nicht. Keita Ruel ist durch. Keita Ruel, du Idiot. Das war so schlecht gemacht von mir. Das war so schlecht gemacht von mir. Eine hundertprozentige in den Wind gesetzt. Oh, komm, 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 komm. Havert Nielsen. Nielsen, das ist so, so krass, ey. Das ist Wahnsinn. Ich komm nicht drauf klar. Warum läuft die Karriere so gut und warum ist das jetzt einfach übersprungen worden? Ich meine, wir hören eh keine Träume, ne? Aber, ja. Oh, jetzt ist die Abwehr mal offen. Sascha Burchard bleibt dran. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Julian Green oben ist Daniel Keita Ruel. Und das ist auch die zweite Riesenmöglichkeit, die wir vergeben. Bei so einem schweren Spiel, das ist der Wahnsinn. Halbzeit, Leute, das ist nicht zu fassen. Also ihr seht ja nur immer Ausschnitte vom Spiel. Das ist halt das Ding, ne? Aber Wahnsinn, wie geil diese Karriere ist. Mir macht das so viel Spaß gerade. Also man merkt, dass ich mich richtig, richtig schwer tue. Man merkt es einfach. Aber trotzdem kommen wir genau in die Situation, die ich wollte. Dass ich hinten verteidigen muss und das halbwegs gut mache. Einmal der Torwart richtig hart gefordert, hat ihn aber auch gehalten. Und vorne komme ich in diese Konterchancen, wo ich kommen will. Und so komme ich zu mehr Chancen sogar als Stuttgart. Und man sieht es ja am Ballbesitz, dass wir echt viel am Verteidigen sind. Es ist so cool einfach. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Ob wir das jetzt halten können, ist natürlich die andere Frage. Aber ja, bisher geht mein Plan relativ gut auf. Oh, krass. Krass, das ist so krass einfach. Da ist immer einer da, der es gerade noch so bereinigen kann. Das ist halt absolut wichtig. Und dann kommen wir wieder in so eine Kontermöglichkeit. Und Stuttgart gerät
in deftige Probleme. Wenn ich den noch mache, dann haben wir den absoluten Vorteil auf unserer Seite. Das gibt's nicht. Ganz stark gemacht, als ob der Schuss so schlecht gekommen ist. Ich komme nicht drauf klar. Vierte Mega-Chance, die wir vergeben. Ey, immerhin führen wir 1-0, aber es hätte jetzt schon locker 2-0 stehen können. Locker. Und jetzt wird's hinten raus gefährlich. 1-1. Ja, das ist das typische Fußballgerede. Wenn du es vorne nicht machst, kassierst du es halt hinten. Ja. Wenn du es vorne nicht machst, kassierst du es hinten. Und das ist der Fall. 1-1. Ja, der Treffer nicht unverdient, dass sie ihn jetzt machen. Aber wir hätten halt auch noch Minimum einen mehr verdient. Und 2-1 Stuttgart. Stuttgart geht in Führung. Natürlich ist es nicht verdient. Aber wie schon gesagt, wenn du das verhindern willst, musst du sie halt vorne machen. Dafür haben wir vielleicht nicht die Qualität, vielleicht sind wir einfach zu aufgeregt, ich weiß es nicht. Ja, gut herausgespielt, 2-1 für Stuttgart. Und es gibt Elfmeter für Stuttgart, schon wieder. Ah, Alter, der dritte Elfmeter, den wir jetzt auslösen und der zweite in der heutigen Folge sogar. Was ein Scheiß. Das ist so ein Dreck. Und jetzt hier wieder direkter Anlauf. Ja, das ist richtig gut. Und er trifft nur den Pfosten. Als ob. Was für eine Spannung ist denn hier in diesem Spiel drin? Und jetzt trifft er. Jetzt trifft Mario Gomez 3-1. Ah, Mann, ey. Ich bin enttäuscht. Ich meine, ich bin von vornherein mit dem Ding reingegangen, dass wir hier wahrscheinlich verlieren. Ist ja auch in Ordnung, ne? Es wäre jetzt echt fast schon unrealistisch, wenn wir hier wieder ungeschlagen rausgehen. Aber wir haben so ein gutes Spiel abgeliefert. Und dass es jetzt 3-1 steht, ist halt echt, echt schade. Ihr habt die ganzen Chancen ja selber gesehen. Und damit ist es die erste Saisonniederlage, wie am Anfang schon gecallt. Ja. Und wie gerade schon gesagt, leider dem Spiel nicht gerecht. Es gibt leider die Statistik für Großchancen nicht, aber allein hieran kann man schon erkennen, 7 Schüsse, 4 aufs Tor, die anderen 7, 5 aufs Tor. Also relativ ausgeglichen, und wenn man eben meine Chancen betrachtet, was für Chancen es eben waren, dann sieht man, dass es enorme, enorme Großchancen waren. Und durch diese Großchancen, ja, kann man eigentlich schon dann wenigstens einen Punkt mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall in Ordnung gewesen. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, warte dann auf das Update, bis ich die nächste Folge aufnehmen werde. Aber das Update sollte ja auch bald kommen, hoffe ich doch, vielleicht. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Haut rein, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao.